Der eine oder andere würde sich von uns vielleicht auch gerne mal so feiern lassen. Von vielen Leuten umjubelt zu werden wie ein großer Star. Wir sehen ja diese ganzen Castingshows, Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel oder wie die alle heißen. Die Leute möchten gerne wahrgenommen werden. Sie möchten vielleicht auch bejubelt werden, dass ihnen endlich mal die Aufmerksamkeit zukommt, die sie vielleicht der eigenen Meinung nach verdient haben. Endlich dreht sich einmal alles auch mal um mich. Vielleicht ist es aber auch bei dem einen oder anderen so, dass er sagt, ich wünschte mir jetzt eigentlich auch so etwas wie einen Erretter oder wie einen Befreier aus dieser ganzen Corona-Pandemie-Geschichte. Einer, oder hier in Deutschland müssten wir vielleicht mehr sagen, eine, die uns sagt, die ganze Corona-Krise, die ist jetzt vorbei, liebe Leute, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ihr dürft eure sozialen Kontakte wieder pflegen, die ihr habt. Ihr dürft eure Eltern, eure Großeltern wieder besuchen oder zu euren Kindern fahren, ohne Angst zu haben, dass sich irgendjemand von irgendjemandem ansteckt. Ihr dürft wieder rausgehen, in die Gemeinde natürlich, nicht über den Livestream Gottesdienste miteinander zu feiern, sondern tatsächlich im echten Leben einander begegnen, einander die Hände schütteln, einander wieder auch in den Arm nehmen. Die Haus- und Gebetskreise müssen dann auch nicht über irgendeinen Videostream-Dienst stattfinden, sondern man kann wirklich im Wohnzimmer des jeweiligen zusammenkommen. Vielleicht freut ihr euch auch darauf, dass ihr nicht mehr nur den Pizza-Service anruft, um was vorbeibringen zu lassen, sondern selber ins Restaurant gehen könnt, ins Kino gehen könnt oder auf die Alm gehen könnt, damit wir endlich mal den Aufstieg festmachen können von unserer Arminia. Die Kinder freuen sich, endlich wieder zur Schule gehen zu dürfen. Naja, die vielleicht weniger, aber mit Sicherheit die Mütter und Väter, die jetzt auch einmal ganz stark herausgefordert sind, ihren Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen. Jemand, der uns sagt, ja, die Geschäfte dürfen wieder öffnen, hurra, wir können wieder shoppen gehen. Der Flieger startet pünktlich, wir können in den Urlaub. Und. Also eine Menge Dinge, die uns schon einschränken in unserem alltäglichen Leben, wo wir aber auch bereit sind, ja, wir wollen unseren kleinen Teil dazu beitragen, damit diese Pandemie gestoppt werden kann, die Ausbreitung des Virus. Aber auch solch eine Aufhebung dieser ganzen Maßnahmen, das ist nur eine Momentaufnahme. Denn selbst wenn wir durch alle diese Einschränkungen, die wir im Moment erleben, es lernen, uns wieder auf das Wesentliche, auf das Grundsätzliche, auf das Wichtige zu besinnen, wird, so denke ich mir, nach relativ kurzer Zeit wieder ein normaler Alltag stattfinden. Und das Gleiche wäre es eigentlich auch damals gewesen, als die Leute in Jerusalem Jesus so triumphal empfangen haben, dass sie gesagt haben, endlich kommt der, auf den wir schon so lange gewartet haben, der Retter. Und er wäre wirklich als militärischer Befreier gekommen, dann wäre das auch nur eine Momentaufnahme gewesen. Es ist aber niemals Jesu Absicht gewesen, die Leute von ihrem sichtbaren Feind zu befreien. Jesus wusste genau, was er zu tun hatte und was ihn erwartete. Ich möchte jetzt mit uns gemeinsam ein wenig zurückgehen. Was ist denn direkt davor gewesen, bevor er tatsächlich nach Jerusalem gekommen ist? Und wenn man das Leben Jesu betrachtet, seinen Dienst in der Öffentlichkeit, den er getan hat und was er dort alles gemacht hat, dann stellt man auch fest, dass es tatsächlich auch einen Zeitpunkt gab, einen Wendepunkt, an dem er sich ganz bewusst ausgerichtet hat und schnurstracks und ganz geradeaus nach Jerusalem zu gehen. Wir können aufschlagen im Matthäus-Evangelium in Kapitel 16, Vers 21, die Evangelien, die ja das Leben von Jesus beschreiben. Wir haben insgesamt 4 davon, die das aus ganz verschiedenen Perspektiven beschreiben. Und in Matthäus 16, Vers 21, dort spricht Jesus oder wird über Jesus dann berichtet. Und zwar dieses hier, ihr könnt den Text mitverfolgen. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen müsse und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Was für ein Schock für seine Jünger!
Das konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas passieren konnte. Jesus hatte doch so viel Gutes getan. So vielen Menschen hatte er geholfen und er hatte immer richtig gut gepredigt. Man hat immer gemerkt, da steckt was dahinter. Die Bibel beschreibt das so, dass er in Vollmacht gesprochen hat. Die Leute haben gemerkt, er meint es ernst und er steht wirklich hinter dem, was er dort sagt. Natürlich hatten auch die Jünger mitbekommen, dass die geistlichen Führer des Volkes, die Theologen, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, ihre Mühe mit Jesus hatten. Sie konnten nicht wirklich was mit ihm anfangen. Vielleicht haben sie ihm aber auch sogar seinen Erfolg geneidet, weil die Volksmenge ihm zugelaufen ist und ihm zugehört hat. Sie wollten ihn eigentlich am liebsten aus dem Weg haben. Und deshalb wäre es eigentlich das Allerdümmste, was Jesus tun könnte, nach Jerusalem zu gehen. Denn dort war ja die Zentrale. Dort war der Tempel, die geistliche Regierung des Landes, die war dort in Jerusalem zu finden. Es wäre sogar dumm gewesen, zu diesem großen Passafest, unser heutiges Ostern, dorthin zu gehen. Obwohl, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich jeder jüdische Mann dort erwartet wird zu diesem Fest. Aber Jesus geht bewusst und ganz zielgerichtet nach Jerusalem. Und es ist insgesamt dreimal, dass er seinen Jüngern sagt, was ihm bevorsteht. Und ich habe noch eine weitere Bibelstelle herausgesucht, die finden wir dann ein Evangelium weiter, im Markus-Evangelium in Kapitel 10, in den Versen 32 bis 34. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Ja, die Stadt, die auf einem Berg liegt. Und dort gehen sie eben hinauf. 800 Meter Höhe liegt Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger. Und auch die Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn, so hat Jesus sich selber immer wieder genannt, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus geht seinen Weg. So habe ich diese Predigt überschrieben, das werdet ihr gleich nochmal sehen. Jesus geht seinen Weg und zwar möchte ich da einige Merkmale herausnehmen, wie er diesen gegangen ist. Und das können wir gerade anhand dieser beiden Bibelstellen, die wir eben miteinander gelesen haben, sehen. Jesus geht seinen Weg konsequent. Wenn wir noch einmal in den Text zurückgehen von Markus 10, da heißt es dann, er ging ihnen voraus. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voraus. Er wusste genau, was er vorhatte und er ist diesen Weg bewusst und konsequent gegangen. Ganz nach Jerusalem, direkt in die Höhle des Löwen. Und seine Jünger, sie bekamen es mit der Angst zu tun. Aber Jesus ging unbeirrt seinen Weg. Er ließ sich nicht davon abbringen. Und das war eigentlich auch nicht selbstverständlich. Und jetzt kommt auch das nächste Merkmal. Jesus geht seinen Weg im Bewusstsein seiner schweren Aufgabe, die er dort hat. Denn er konnte seinen Jüngern ganz genau sagen, was ihn in Jerusalem alles erwarten würde. Da ist von Verrat die Rede. Er würde verurteilt werden. Er würde den Römern, die auch die militärische Macht und politische Macht in Israel zu der damaligen Zeit hatte, ausgeliefert werden. Denn nur sie durften tatsächlich eben auch eine Strafe an ihn ausüben. Er würde verspottet werden von ihnen, man würde ihn anspucken. Ein Zeichen größter Verachtung. Man würde ihn auspeitschen. Welche Schmerzen und Qualen erwarten Jesus da eigentlich? Und letztlich würde man ihn hinrichten. Und man würde ihn töten. Das hat Jesus bestimmt nicht auf seiner Wunschliste gehabt, als er seinen Dienst angetreten ist. Jesus geht seinen Weg, obwohl er den Zeitpunkt kennt, wann ihn das alles erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal den Wunsch, in die Zukunft zu schauen. Was wird denn der morgige Tag bringen? Was wird denn dieses Jahr bringen? Was wird denn dieses nächste Jahrzehnt bringen? Und viele Leute möchten gerne in die Zukunft schauen.
Und ich erinnere mich daran, dass ich dann mal auf der Kirmes gewesen bin, an der Radrennbahn. Zweimal im Jahr wird die Kirmes ja aufgebaut. Und dann fiel mir auf ein Zelt, wo man zu einer Wahrsagerin gehen konnte. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, in ihre Glaskugel geschaut, Karten gelegt hat. Aber man wollte wissen, was kommt auf mich zu und was wird passieren. Man kann in fast jeder Zeitschrift sein Horoskop lesen. Auch das soll einem ja so einen kleinen Blick nach vorne werden. Aber stellt euch mal vor, da kommt jemand zu dir und er sagt dir dein Todesdatum. Heinz, am 5. März 2032, da ist für dich hier Ende. Puh, dann bin ich 68. Noch ein bisschen früh, oder? Würde es dich freimachen oder wäre das eine Belastung für dich? Vielleicht kommt es ja auch auf die Art des Sterbens an. Am liebsten, ich glaube, so wünschen wir uns das alle, würden wir sanft entschlafen. Aber wenn uns dann auch eine schmerzvolle, lang anhaltende, quälende Krankheit vorhergesagt wird, die unserem Ableben vorausgeht, oder vielleicht sogar ein unnatürlicher, grausamer Tod, gewaltsam, der uns erreicht. Da denke ich mir, es ist schon gut, dass wir das nicht wissen. Aber Jesus kannte den Zeitpunkt seines Todes und er kannte auch den Zeitpunkt der vielen schmerzhaften Dinge, die ihm vorausgehen würden, eben dem Tod. Und trotzdem ist er bereit, diesen Weg zu gehen. Jesus geht seinen Weg, bereit, diese schwere Aufgabe zu erfüllen. Immer wieder, wenn er diese sogenannten Leidensankündigungen, wo er von seinem Tod und von seinem Leiden spricht, dann hat er die Jünger zur Seite genommen. Und er hat nur zu ihnen gesprochen, nicht mehr zu der ganzen Volksmenge, sondern nur zu seinen 12 Jüngern. Und ihnen sagt er eben ab einem gewissen Punkt: Jungs, es ist soweit. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und das verdient absolute Hochachtung, wenn wir alles das auch noch mit hineinnehmen und mit berücksichtigen, was Jesus dort erwarten würde. Jesus lässt sich nicht ablenken, auch nicht durch den triumphalen Einzug in Jerusalem. Gerade diese zweite Bibelstelle, die wir aus Markus 10 gelesen haben, das war unmittelbar, bevor er nach Jerusalem eingezogen ist. Das muss den Jüngern noch in den Ohren geklungen haben, dass er ihnen gesagt hat: Oh, dies und das und das und jenes wird alles passieren und so schlecht wird es mir gehen. Und jetzt erleben sie das. Jesus kommt. Und die Menge empfängt ihn jubelnd und begeistert, voller Hingabe. Sie legen ihre Kleider auf die Straße, damit noch nicht mal der Esel schmutzige Hufe bekommt. Jesus, da hast du aber was ganz anderes gesagt. Hier, guck, ist doch wunderbar alles, wie das hier geht. Aber Jesus lässt sich auch davon nicht ablenken, obwohl er weiß, und er lässt das mit sich geschehen, obwohl er weiß, dass die Volksmenge nur wenige Tage später genauso lautstark seinen Tod fordern wird. Jesus geht seinen Weg. Er geht ihn konsequent, er geht ihn im Bewusstsein seiner schweren Aufgabe, er geht ihm im Bewusstsein des Zeitpunkts, dass er ihn kennt, er ist bereit, diese schwere Aufgabe zu erfüllen und er lässt sich nicht ablenken von irgendetwas. Jesus geht seinen Weg nicht für sich selbst. Jesus geht seinen Weg auch nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Er geht diesen Weg auch nicht, um sich ein Denkmal zu setzen, sondern er geht diesen Weg, und er geht diesen Weg auch nicht, weil er irgendetwas verloren hat, eine Niederlage eingesteckt hat, sondern er geht diesen Weg für andere, aus Liebe zu anderen, weil er die Menschen, für die er liebt, sich hingibt und sich geopfert hat, geht er diesen Weg bewusst, konsequent und unbeirrt. Und Jesus geht diesen Weg, weil er das positive Ende sieht. Und nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Wie geht es dir? Wie geht es dir auf deinem Weg? Kennst du deinen Weg? Und gehst du diesen Weg? Gehst du diesen Weg so wie Jesus, konsequent, unbeirrt? Gehst du diesen Weg im Bewusstsein einer schweren Aufgabe, die vor dir steht, die du erfüllen musst und du weißt, du kommst da eigentlich gar nicht dran vorbei? Gehst du deinen Weg,
obwohl du einen, den Zeitpunkt kennst, wo eine schwere Entscheidung zu treffen ist, die kann nicht bis St. Nimmerleinstag aufgeschoben werden, sondern irgendwann kommt der Punkt, da musst du diese Entscheidung treffen oder diese Aufgabe erledigen. Gehst du diesen Weg und bist bereit, diese schwere Aufgabe auch tatsächlich zu erfüllen und lässt dich dann eben auf deinem Weg nicht davon ablenken? Gehst du deinen Weg, weil du auch ein gutes Ende, ein positives Ende, Licht am Ende des Tunnels siehst? Vielleicht hat dein Weg noch keine gerade Linie. Vielleicht ist auch noch nicht der rote Faden darin zu erkennen, der sich durch dein Leben zieht. Jesus Christus möchte dieser rote Faden sein. Und um das zu ermöglichen, ist er seinen Weg gegangen, so wie wir das eben miteinander betrachtet haben. Und trotz dieser schier unerträglichen Schwere ist er diesen Weg gegangen. Er ist gestorben für uns, um unsere Schuld und Sünde zu tilgen. Und wir dürfen das jetzt als ein Geschenk von ihm annehmen. Ihn hat es alles gekostet. Uns kostet es eigentlich nur noch einen kleinen Schritt, eine Bereitschaft, ihm entgegenzutreten. Und dann bekommt unser Leben Sinn und dann bekommt es auch ein positives Ende. Bis dahin können natürlich, bis es dann zu diesem guten Abschluss kommt, noch allerlei schwere Prüfungen, harte Tage, harte Aufgaben auf uns zukommen, schwere Zeiten. Wir müssen vielleicht auch durch tiefe Täler durch uns gehen, aber Gott trägt uns durch und am Ende hält er ein positives Ende für uns bereit. Vielleicht ist auch die Corona-Pandemie eine solche Prüfung. Ich glaube aber nicht, dass sie ein Strafgericht Gottes ist. Denn so handelt Gott nicht. Und die Strafen, die Gott für Menschen, die ihn nicht kennen, ausüben muss, die sind noch viel härter. In den letzten zwei Wochen habe ich das Buch der Offenbarung, das Buch, was über die letzten Dinge dieser Erde dann berichtet, gelesen, und die Strafen werden noch viel härter sein. Aber auch da ist ein wunderbarer Ausblick auf ein positives Ende. Eine neue Welt, eine neue Erde, eine neue Stadt, ein neues Jerusalem, das uns dort erwartet. Und damit möchte ich nicht eine Vertröstung auf irgendeine jenseitige Erfahrung geben, sondern wir können hier schon im Hier und Jetzt Jesus erleben, ein sinnvolles Leben führen und diesen Ausblick auf dieses positive Ende haben. Gott nutzt aber die derzeitige Unsicherheit und Ungewissheit, um den verschütteten Zugang zu unserem Herzen wieder freizulegen. In jedem Menschen gibt es ein Verlangen, gibt es eine Sehnsucht nach Gott, nach einer Erfüllung. Das ist auch mehr als nur eine spirituelle Erfahrung, sondern das ist wirklich eine Sehnsucht nach dem Gott, der uns gemacht hat, der der Schöpfergott ist. Aber wir verstehen es meisterhaft, dieses Sehnen zu unterdrücken, beziehungsweise mit vielen anderen Sachen zu überschütten und dann eben wegzuschieben und zuzudecken. Aber jetzt, wo wir, und jetzt lass mich ein wenig übertreiben, durch eine winzige Kleinigkeit, durch einen Virus, den du nur durchs Mikroskop betrachten kannst, um ihn überhaupt so visuell wahrzunehmen, jetzt, wo wir durch diese winzige Kleinigkeit so gravierend und weltweit abrupt zum Stehen gekommen sind, ist die Zeit, ganz neu über Gott und Jesus nachzudenken. Jetzt, wo wir viele Aktivitäten, mit denen wir uns sonst beschäftigt haben, mit denen wir sonst diese Sehnsucht überdeckt haben, mit denen wir unser Leben ausfüllen wollten, wo wir diese ganzen Aktivitäten nicht mehr tun können, haben wir Zeit, uns auf das Wesentliche und das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Hat Gott dir jetzt in den letzten Wochen den Zugang zu deinem Herzen wieder freigelegt? Spürst du, dass er gerade jetzt an deine Herzenstür klopft und eingelassen werden möchte, um in dein Leben zu kommen? Ein Geschenk, das Gott uns bringt. Wir erlauben ihm oftmals nicht, bis zu uns vorzudringen, sondern lehnen es vorher schon ab. Wir brauchen nur Ja sagen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann darfst du dich gerne bei uns melden. Wir blenden hier einmal die Telefonnummer, die Handynummer von unserem Pastor Michael Isaac ein und auch seine
E-Mail-Adresse und auch die E-Mail-Adresse von uns als Gemeinde, die landet dann im Normalfall bei mir. Wenn du mit jemandem reden möchtest, wenn du dich jemandem mitteilen möchtest, dann kann das eben in dieser vertrauten Linie dann auch geschehen miteinander. Dann nehmen wir das auch in Anspruch und dann wollen wir gerne gemeinsam dann eben über diese Schwelle treten, dass du Gott in dein Leben einlässt und dein Leben eine ganz neue Ausrichtung, einen Inhalt und Sinn bekommt. Vielleicht bist du aber auch schon lange als Kind Gottes unterwegs, als Christ. Und jetzt musst du auch feststellen, die letzte Zeit, nicht nur die letzten Wochen, sondern vielleicht schon viel länger, ist vieles passiert, was auch den Zugang von Gott zu meinem Herzen zugeschüttet hat. Und dann gilt es jetzt aufzuräumen, den auch wieder frei zu machen. Und auch da, auch kannst du das gerne selber machen, aber auch da darfst du dich gerne an Michael oder an Winfried oder an mich wenden. Wir als Älteste, wir wollen gerne dabei helfen, das zu tun, damit dein Zugang, der Zugang zu deinem Herzen wieder ganz frei wird und du ganz intensive und enge Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Es ist viel einfacher, viel leichter, dass wir unseren Weg gehen können, so wie Jesus es uns vorgemacht hat, wenn wir unnötigen Ballast abwerfen können. Dann ist auch das positive Ende sichtbar. Bis wir aber dort ankommen, da steht uns noch so manche Schwierigkeit bevor. Auch die gegenwärtige Situation, ja. Und das verunsichert uns oder bringt uns sogar Angst bei. Und da möchte ich mit einer Zusage von Jesus Christus selber schließen, der im Johannesevangelium in Kapitel 16, Vers 33 uns zuspricht. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus hat Tod besiegt, hat die Sünde besiegt, hat die Schuld weggenommen, weil er seinen Weg konsequent und unbeirrt gegangen ist, weil er dich und mich lieb hat. Und vielleicht gilt es jetzt eben, einen Anfang mit Jesus zu machen, vielleicht gilt es, einen Neuanfang mit Jesus zu machen und Dinge auch zu bereinigen. Und deshalb möchte ich jetzt die nächsten 2 Minuten etwa eine stille Gebetszeit haben, wo jeder Einzelne dann auch vor Gott kommen kann und ihm ja nicht nur sein Herz ausschüttet, sondern quasi auch ihm den Zugang zu seinem Herzen wieder frei macht. Eine stille Gebetszeit, die ich dann wieder abschließen werde.